Ich habe schon wieder einen Action-Haul für euch. Ich hatte ja letzte Woche in meinem Video gesagt, dass ich in Kulmbach leider nicht alles bekommen habe, was ich wollte. Und gestern war ich in der Richtung Mike Drettwitz unterwegs und deshalb habe ich gedacht, ich schaue da mal drin, ob sie das haben, was ich noch haben wollte. Und wie sollte es anders sein? Es ist natürlich nicht bei den Sachen geblieben, die ich noch haben wollte. Es ist heute mal nicht so unglaublich viel wie gestern. Wie letzte Woche, aber wir schauen es uns trotzdem miteinander an. Ich habe mich bei Papier wieder unglaublich zurückgehalten. Und zwar habe ich nur einen Block mitgenommen, einen von den großen Blöcken mitgenommen. Wenn es wieder raschelt oder irgendwie chaotisch im Hintergrund ist, die Katze ist wieder mit da. Der heißt Seashores und ich finde den echt schön für Sommer, für so sommerliche Projekte. Ihr kennt den wahrscheinlich schon alle, deshalb blätter ich den jetzt nur mal ganz schnell durch. Einmal hier wieder foliert und eine Seite nicht foliert. Hier so maritim all over. Das finde ich super schön, in foliert und in nicht foliert. Mit so Ankern drauf. Hier die Fischleins. Das sollen wohl Wellen sein, finde ich jetzt ein bisschen kritisch, das Muster, auch die Farbe, aber gut. Wo es reinpasst, kann man es schon verwenden. Wie schon gesagt, ihr kennt die ja wahrscheinlich. Hier zum Beispiel finde ich zum Beispiel das nicht folierte Muster schöner als das folierte, weil ich finde die Farbzusammenstellung, also hier mit dem Grün, das passt nicht so toll zusammen. Das finde ich ganz cool. Fischlis, Blumen mit Muscheln und Seepferdchen. Weiß ich jetzt nicht, wie das zusammenpassen soll, aber gut. Dann hier Seesterne und da finde ich zum Beispiel auch wieder das unfolierte schöner als das folierte. Wieder Wellen, so das hatten wir ja schon mal. Fischleins und hier nochmal so Wellen. 2,55 € kosten die großen Blöcke ja bei Action immer. Und wie schon gesagt, also den finde ich für so Sommerprojekte ganz toll. Dann habe ich mitgenommen, hatten sie ja damals letzte Woche in Kulmbach auch nicht, den normalen Cardstock, die normalen Doppelkarten in Weiß in A6. 59 Cent, 8 Stück sind da drin, habe ich mir gleich 4 Päckchen wieder mitgenommen. Dann habe ich mir einen Cardstock mitgenommen, einen Leinen-Cardstock, 85 Cent für 18 Blatt. Da habe ich gedacht, die Farben habe ich noch nicht. Und es hat hier außen so ein bisschen ausgesehen, wie wenn da Schwarz mit drin wäre. Und Schwarz habe ich nicht mehr so viel. Deshalb durfte der mit. Aber ich habe den schon und es ist auch kein Schwarz dabei. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber gut. Kommt schon irgendwie mit weg. Dann habe ich mir, weil wir jetzt alle Angst haben, dass die aus dem Sortiment kommen, gleich mal noch 4 von diesen, wie heißen sie? Na, halt hier diese Karteneinsteckteile. Polybags, halt so Karten. Aufbewahrungsdingsgedöns. Ich glaube 85, ja, 85 Cent, 50 Stück. Dürfen dann auch gleich 4 Stück mit. Braucht man ja ständig, nicht nur für Karten. Dann habe ich mir nur einen Embossing-Folder mitgenommen, und zwar den hier. Ich bin meistens zu faul, das nochmal durch die Double-Do zu kurbeln. Und deswegen liegen hier meine Embossing-Folder eigentlich ziemlich ungenutzt rum. Den fand ich aber ganz cool, weil das so ein Mauerwerk-Muster hat. Und auch die drei Stempel, die hier an der Seite sind, fand ich ganz witzig. Von dem her durfte der mit. Der hat gekostet 99 Cent. Ist aber ja jetzt auch nichts Neues. Dann habe ich noch mitgenommen Strohhalme, Papierstrohhalme, 16 Stück in diesen drei Designs. Hier oben sieht man wohl, dass es noch Flamingos gegeben hat. Irgendwann mal. Bei uns hat es die natürlich nicht gegeben. Deshalb durften nur die drei mit. Haben gekostet 39 Cent. Vielleicht nehme ich die heute Abend mit. Wir sind nämlich heute Abend zum Grillen eingeladen. Vielleicht können wir die da gebrauchen. Wenn nicht, basteln wir irgendwas draus, was lustig ist. Dann habe ich hier so Elastic-Cord mitgenommen. Habe ich bei uns jetzt auch noch nicht gesehen. Soll man sich wohl so ums Handgelenk binden? Aber ich glaube nicht, dass ich mir das ums Handgelenk binde. Die Farben, die Farbzusammenstellung finde ich jetzt so ein bisschen kritisch, aber so jedes einzelne für sich ist ganz schön. Haben gekostet 94 Cent, sind immer, wie viele Meter sind da drauf? Steht das irgendwo? 1,5 Meter pro Farbe. Ja, so zum Verschließen von Mini-Alben oder Fotoalben.
für irgendwas. Müssen wir mal gucken, für was wir das brauchen. Hier ist ein schwarz-weißes und ein schwarzes dabei. Also so jedes einzeln für sich ist ganz cool. Schauen wir mal, was wir draus machen. Irgendwas fällt uns schon ein und irgendwas fällt uns immer ein. Dann habe ich hier so Mandala-Anhänger mitgenommen, so Medaillons, Neu Hobby Charms heißen die, 89 Cent. Das sind, ja, wie schon gesagt, so Anhänger, so hinten ist Metall und vorne drauf, es könnte Papier sein. Das sind manche aber leider ein bisschen schlecht verarbeitet, wie der hier, der fällt so ein bisschen in den Rein. Da versuche ich mal, ob man noch eine Schicht Harz oder irgendwas draufgießen kann. Oder einen Cabochon draufkleben kann, dass es ein bisschen erhabener ist und dann werden die auch irgendwo dran geheftet oder verschwinden mal in einem Pocket Letter oder. Zwei so Bändel sind auch dabei. Ich denke, das soll dafür sein, dass man es gleich als Kette oder als Armband sich machen kann. Welchen Preis gesagt? 89 Cent. 12 Stück sind drin. Dann weiter. Habe ich beim letzten Mal ja die vier anderen Farben bekommen, also rosa, blau, weiß und braun, glaube ich, war es das letzte Mal. Und jetzt hatten sie hier noch das silberne. Habe ich mich gefreut, habe ich nochmal mitgenommen, 89 Cent. Band braucht man ja ständig. Irgendwo. Apropos Band, dann habe ich hier Baker's Twine gefunden. Das sind 5 Spulen à 8 Meter in einmal diesen. Ja, bunten Farben habe ich bei uns jetzt auch noch nicht gesehen. Heißt aber lang noch nicht, dass das alles neue Artikel sind, weil wir kriegen ja echt immer so hier in der Region die, weiß ich nicht, sind immer so die Müll-Action, die wir hier, ja, die wir hier haben. The hell. Und einmal in so etwas gedeckteren Farben, in Schwarz, in Grau, in Beige, Braun und in Weiß. Haben gekostet 99 Cent 5 Spulen. Kann man mal mitnehmen, kann man mal gebrauchen. Dann habe ich mir eine Lichterkette mitgenommen. Also eigentlich ist es nur so ein Draht. Sieht man das hier unten? Also es ist so ein ganz feiner Draht und da sind so Mini-LEDs eingeflochten, eingewoben. Hat gekostet 1,49 Euro. Sind 2 Meter. Will ich mal was damit ausprobieren. Zeige ich euch, wenn es geklappt hat. Braucht 2 Batterien noch. Und dann kann man damit starten. 1,49 Euro, wie schon gesagt. Lichterketten braucht man ja ständig. Dann, Moment, muss ich jetzt ein bisschen Platz machen. Habe ich von diesen Luxus-Paper-Blöcken 2 Stück gefunden, die ich noch nicht kannte. Das heißt jetzt auch wieder nicht, dass sie neu sind. Aber ich habe sie halt noch nicht. Vielleicht habe ich die damals einfach nicht mitgenommen, weil mir die anderen besser gefallen haben. Aber jetzt habe ich sie mir mal mitgenommen, weil ich sie mir halt mal mitgenommen habe. Kosten 1,64 Euro. Kennt von euch, kennt die wahrscheinlich schon jeder. Bloß die Steffi hat es wieder mal nicht überrissen. Ich blätter die jetzt mal nur ganz schnell durch. Falls es jemand genauer sehen will, kann er ja schnell Pause drücken. Stop and smell the flowers. Oh, schöner Spruch. Wenn man mal nur eine Blume verschenkt, kann man den auf eine Karte drauf basteln. Ja, also die Motive sind jetzt nicht alle. Aber. Hä? Ach, Getting Married, passt es? Heißt es Getting Married? Nee, das heißt doch Get Married. Nee, Getting Married? Oh, ja, however. Hier dann die Vellum-Papiere, das sind ganz schöne Sprüche diesmal dabei, in Gold und in Schwarz. Und ich zeige euch erstmal den Stickerbogen, weil dann können wir die Blätter, das Papier durchblättern. Ja, auch eher so schlicht und einfach. Und dann hier die Papiere. Auch ziemlich bunt. Das erinnert mich ein bisschen an meine Ausbildung, so mit Buchhalter, Papier und hier Kontenblätter und oder so Kack. Hier so ein bisschen Holzoptik, kleine Pünktchen. Seht ihr das überhaupt? Das Licht ist ziemlich beknackt. Es ist nämlich auch erst früh um 20 vor 7. Aber ich habe gedacht, ich filme das jetzt gleich ab. Gestern Abend hat es echt nicht mehr geklappt. Das ist ganz cool. Weil vielleicht ja jemand von euch heute zur Action geht und dann kann er mal gucken, ob er was findet von dem, was ich euch hier zeige. Also der dürfte mit. Und dann dürfte noch der hier mit. Auch den habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Hier mit Flamongos, Mingos drauf. Und den finde ich eigentlich ganz cool. Also da sind die Sprüche eigentlich mal ganz cool. Einmal das, dann hier in Rund. Families Forever. Ganz cool. Ach, komm her.
So. You are awesome. This is mein Blog. Entschuldigt bitte. Aber ich bin noch beim ersten Kaffee und noch nicht so richtig wach. Aber es ist gar nicht schlecht, dass wir so bald aufgewacht sind, weil wir wollen heute noch auf dem Flohmarkt und wie schon gesagt, heute Abend sind wir zum Grillen eingeladen. Und vielleicht muss ich heute Stachelbeeren noch ablernen und Stachelbeermarmelade machen. Muss ich dann mal runtergucken. Stachelbeeren, die stacheln immer so. Dann hier Papier. Was war denn das? Auch ein bisschen komisch. Aber gut. Hier Herzchen und Streifchen. Und Gelb. Und Pünktchen. Und Holz. Muss man das eigentlich immer dazu sagen, was es ist? Seht ihr eigentlich? Pünktchen mit Xchen. Und hier nochmal ein Stickerbogen. Ja, that's it. Wie schon gesagt, 1,64 € haben die gekostet. Also ich denke, dass die jetzt nicht zwei neue aufgelegt haben und sondern dass die Steffi es wieder mal bloß nicht überrissen hat. Dann habe ich auch gestern endlich die Schrumpffolie bekommen, die es in Kulmbach auch nicht gab. Aber ich glaube, da fehlt mir jetzt auch ein Set. Ich glaube, Lamas gab es noch und die fehlen mir. Also ich habe hier diese Einhörner, Unicorns. Da finde ich zum Beispiel die halt diese anderen Teile viel schöner als die Einhörner selber, aber gut. Einmal hier vorne, die Sternchen sind süß. Und hier hinten habe ich mir zweimal mitgenommen, weil ich eben diese Zwischenteile so süß fand. Dann hier so Wassertiere, Flamingos und Seesterne und Turtles. Und hier hinten drauf, der Otter ist ganz süß. Deshalb durften die auch zweimal mit. Und einmal haben wir hier so Dinos. Dann habe ich jetzt auch nur einmal mitgenommen, weil halt Dinos. Genau, das hier. 64 Cent kosten die. Dann habe ich mir passend zu dem großen Block noch so einen Mixed-Media-Block mitgenommen. 18 Papier mal 15 mal 15. Und zwar habe ich mir den blauen mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob ich den schon habe. Hier ist ein Druckversatz drin. Aber ich habe eben gedacht, der passt zu dem hier Sommerblock ganz gut. Blätter ich jetzt auch nur ganz schnell durch, die kennen da ja auch alle. Das sind immer so holographische Papierchen oder so Spiegelkarton. Und dann nochmal Glitzer, Glitzer und so einfarbigen Cardstock dann. Die kosten, ach, oh, Katze, die kosten 94 Cent. Die Katze versucht immer vom Boden über meine Beine hochzukommen. Normalerweise, wenn ich Jeanshosen anhabe, ist das jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Aber momentan habe ich noch so Jogginghosen an und da tut es echt weh. Dann habe ich mitgenommen, kann ich, danke. Hier diese Federstifte, die habe ich auch schon mal aufmachen müssen. Die schreiben übrigens schwarz. Ich habe es hier schon mal getestet. Ich hatte schon mal so eine in Schwarz, also schwarze Feder. Die habe ich damals, glaube ich, bei Ali bestellt. Ich fand die ganz cool. Vor allem können wir die mal in irgendeine Ü-Post mit reinknallen. 89 Cent, zwei Stück in diesen Farben. Es gab noch Weiß und Rot, aber da hat mir das Rot nicht gefallen und deshalb habe ich sie nicht mitgenommen. Völlig bescheuert. Also es sind noch ne, so, ich zeige es euch nochmal, so Gel-Liner halt, ne? In Schreiben schwarz. Also hier so. Ganz cool, wie schon gesagt, fliegen mal in den Ü-Post mit rein. Ich muss dann eh noch mal was loswerden, ganz kurz. Und von dem her passt das vielleicht ganz gut. Dann habe ich Glitzersteinchen mal wieder mitgenommen. Die habe ich ja in den letzten Hauls bei Kick, ja, bei Kick mitgenommen. Es sind genau die gleichen. Habe ich sie irgendwo? Moment, bitte bleib ich in der Leitung. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, hier. Es sind wirklich genau die. Ach nee, sind es nicht. Hier jetzt mal so der Unterschied. Hier heißen sie Diamantensticker und hier heißen sie Blingstickers. Hier kosten sie einen Euro und hier kosten sie 59 Cent. Es sind genauso viele drin. Es sind genau die gleichen Dinger, bloß die Aufmachung ist anders, also die Verpackung ist anders. 1 Euro 59 Cent. Nur mal, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, da dürften Blau und Gelb mit, weil die habe ich noch nicht, die Farben. Fand ich ganz cool und dieses Blau ist halt echt, das ist echt ein schönes Blau. Passt auch wieder schön zu dem Folienblock.
Es tut mir sehr leid, aber ich möchte es jetzt irgendwie. Katze? Ja, stört ja nicht. Also zweimal Bling-Bling-Sticker. Apropos Sticker, machen wir doch bei den Stickern gleich weit her. Ich habe mich echt zusammengerissen und habe diese Folien, 3D-Folien-Sticker. Minze, bitte. Mitgenommen, die haben gekostet nichts. 49 Cent. Da fand ich zum Beispiel die hier ganz toll mit diesen Federn in so Farbverlauf. Dann die hier fand ich ganz cool. Nicht ganz so cool wie die Federn, aber auch ganz schön. Und die hier, die hatte ich schon mal, aber da habe ich das Faultier schon verbastelt und ich finde das Faultier so süß und deshalb durfte das Faultier nochmal mit für 49 Cent. Monster, echt. Manchmal ist sie echt ein Monster. Aber na gut. Also die Sticker und dann habe ich welche gefunden. Auch die kannte ich noch nicht, was nicht heißt, dass sie nicht neu, dass sie neu sind. Moment. Und zwar sind das hier so Luxury-Sticker-Sets in verschiedenen Ausführungen. Ich zeige euch die mal kurz. Haben gekostet. Sehen wir dann, wenn ich den. Das, Katze, bitte. Ich. Moment. So, Abflug. Das sind auf jeden Fall so ist Papier, aber glitzern halt vorne drauf oder sind so foliert. Einmal haben wir hier, das ist kein, also es sieht jetzt so ein bisschen Rosé-Gold aus, aber es ist eher so kupferfarben mit diesen wunderschönen Federn und dann unten drunter, das spiegelt so unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen soll. So, es hält so. Nee, geht schon, ne? Kann man schon erkennen. Und hier nochmal so Herzchen und Schlüsselchen und Vögelchen und Vogelkäfig. Und hast du nicht gesehen? Diese dann in Gold mit solchen Bordüren und hier eher so ein bisschen Party-Mix. Also so Geschenke und Luftballons, Schleifchen, Gläser steht hier drauf. Ja, 68 Cent haben die gekostet. Ist eigentlich für die Aufmachung und für zwei Bögen ganz cool. Dann hier in Silber, da gab es diese Rahmen. Und dann ist hier so Text und Labels. Fand ich auch ganz cool. Mal. Und in Blau haben wir vier Herzchen in Glitzer und in Holo so Blümchen und Schmetterlinge. Oh, das ist es schon, spielt schon arg. However, also 68 Cent das Päckchen. Dann habe ich noch. Meinen ersten Hello Kitty Stickerbogen mir gekauft. Ich glaube, ich habe wirklich noch keine Hello Kitty Sticker für 55 Cent. Und ich weiß auch jetzt immer noch nicht, warum ich den mitgenommen habe. Vielleicht habe ich mir irgendwas eingebildet, dass ich da draus was basteln wollte. Aber ich weiß es nicht. Die Biene ist ganz süß. Und die Maus. Und der Peer. Ja, however, also hier Hello Kitty Sticker 55 Cent ist jetzt nicht so allerteuerst. Und dann habe ich mir hier noch so Filzsticker mitgenommen. Auch die haben mir im Laden besser gefallen als jetzt zu Hause. Die sind, wie schon gesagt, so aus Filz und so, ist so ein Hochzeitsthema. Ich müsste jetzt übers Wochenende noch eine Hochzeitskarte für die Arbeit basteln. Aber ich glaube nicht, dass es mit diesen Stickern passiert. Mal gucken. Haben gekostet, kann ich euch nicht sagen. Auch irgendwas um die Blö Cent. Warum habe ich da keinen Preis drauf geschrieben? Weiß ich nicht. Ja, boah, es ist so ein richtig quietschiges Rosa. Gudi, ist halt so. Das war es auch schon von Stickern, von den Stickern. Dann habe ich mitgenommen einmal Formtape für 46 Cent. Ich finde es nur immer sehr breit und dafür ist es nicht richtig hoch. Das ist ein bisschen was, was mich ein bisschen stört. Aber ja, da ist das von Teddy höher und schmäler. 18 mm, 4 m drauf. Naja, für irgendwas brauchen wir es auf jeden Fall. Ich hatte noch eine halbe Rolle von dem hier und deshalb durfte das jetzt mit. Und außerdem war ich gefrustet, weil es gab schon wieder kein normales doppeltes Klebeband, also doppelseitiges Klebeband. Ich habe genau eine Rolle gehabt. Dann habe ich die Schnecke gefragt, 31 Cent kostet das übrigens. Dann habe ich die Schnecke gefragt, sag mal, habt ihr davon mehr? Und dann hat sie gerade ihren Scanner in der Hand gehabt und dann hat sie eingescannt die Nummer und dann sagt sie, ja, sie müsste 4 Stück davon noch da haben. Sag ich, ja, und wo sind die? Weiß ich nicht. Blöd.
Auf jeden Fall hat sie jetzt welche bestellt. Nächste Woche sind sie da. Das heißt, wir müssen nächste Woche nochmal zur Action. Haha, passiert. Und dann, was habe ich denn noch mitgenommen? Einmal habe ich noch so Folie mitgenommen. Das finde ich eigentlich auch mal ziemlich cool, weil ich habe vor, das bei uns im Gäste-WC an die Innentür zu kleben. Also zumindest ein Stück davon, weil zeige ich euch, wenn es fertig ist. 1,99 haben die gekostet. Das ist eben so Tafelfolie. Also die pichst du auf und dann hast du eine Tafel. 45 cm mal 2 Meter. Also 45 cm breit und dann 2 Meter lang. Da bin ich mal gespannt, wie sich die schneiden lässt, ob man die vielleicht auch in irgendwelche Alben mit einbinden kann. Und es sind auch noch fünf Kreiden dabei in den Farben. Finde ich ganz cool. Probieren wir mal aus. 1,99 € durfte mal mit. Bleibst du? Danke. Und dann sind wir auch schon fast am Schluss. Ich habe die neuen Stanzen bekommen. Es gibt schon wieder neue Stanzen bei Action. Wobei ich jetzt die gar nicht so toll finde, aber ich zeige sie euch trotzdem mal. Vielleicht gefallen sie ja jemandem von euch. Einmal haben wir hier so eine Blumenranke. Die ist ganz cool. Dann haben wir hier so Ornamente. Die sind auch ganz cool, weil die mal gegenläufig sind. Also die kann man einmal in die obere Ecke und einmal in die untere Ecke und dann passt das vom Muster wieder. Dann hier die Schnecke, die auf irgendwas drauf sitzt, glaube ich. Finde ich jetzt nicht so toll. Auch das Muster hier ist jetzt was, wo ich sage, boah, wann braucht man denn das mal? Aber gut. Hier der Pfau. Habe ich lang gebraucht, bis ich den erkannt habe. Und hier ein Kringel mit einer Rose drin. Die haben jeweils 1,49 € gekostet. Kommen halt mit in die Stanzkiste. Gell? So, und ich glaube, jetzt sind wir. Moment. Ich habe noch ein paar andere Sachen gekauft, aber da weiß ich jetzt nicht, ob sie euch interessieren. Ich habe, wie schon gesagt, wir sind heute Abend eingeladen. Ich habe zwei von diesen, wie heißt es hier, Kakteenfiguren mitgenommen, weil die Sonja die ganz, also Kakteen ganz gern mag und deshalb hat sie. Kriegst du die jetzt heute Abend und vielleicht noch ein bisschen was dazu? Kostet eine 1,99 €, sind halt so Hinstelldinger, also die machen jetzt nichts, sind einfach nur schön. Zeige ich euch mal kurz mit. Dann, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, Leute, ich weiß es echt nicht, aber ich zeige es euch. Aber es ist nämlich hier unten schon wieder in der Tasche verschwunden. Habe ich zweimal so Würz-Salze-Dingsterbums mitgenommen. Die kriegt dann nämlich der Herr des Hauses für heute Abend. Der ist nämlich der Grillmeister und der Kochmeister. Einmal hier Texas Barbecue Rub und einmal Steakhouse Rub. Das sind halt so Marinaden oder so Würz-Salze, gell? Die haben 1,99 € gekostet und die hier haben 1,19 €, glaube ich, gekostet. Halt immer so als kleines Mitbringsel, wenn man mal eingeladen ist schon, ja. Das kriegt er noch dazu. Beef Jerky, die kosten, glaube ich, 1,54 €, sind sonst überall viel, viel teurer. Die isst er gerne, kriegt er mit rangebimselt. Ja, dann habe ich Doblerone mitgenommen, die weiße, weil braune haben wir noch, für 69 Cent. Ultra günstig. War auch im Angebot. Dann habe ich für meinen kleinen Neffen diese Milkinis mitgenommen. Die mag der ganz gerne und die gibt es sonst nimmer so überall. Und dann. Moment. Au. Ja, Katze, es raschelt. Ja, es raschelt. Es tut mir leid. Habe ich nochmal von diesen Riegeln 1000 Stück mitgenommen. Also, da sind jetzt auch noch mehr in der Tasche unten drin. Aber das Männchen isst die halt ganz gerne. Und deshalb habe ich ihm die nochmal mitgenommen. So 1000 Stück. Kosten 37 Cent. Haben wir was vergessen? Haben wir? Haben wir? Haben wir nicht? Nö, das war's. Passt ja mal schön. Ein was wollte ich noch sagen. Und zwar habe ich keine Ahnung, warum, aber nach den letzten Videos haben ganz viele gemeint, sie müssen meinen Kanal abonnieren. Also was heißt ganz viele? Also ich will jetzt da mal nicht. Ne? Hier in Dimensionen wie manch andere schweben wir hier natürlich nicht, aber anscheinend habe ich irgendwas gesagt, was euch ein bisschen gefallen hat. Und jetzt habe ich die 100 Abonnenten versemmelt. Also ich habe eine E-Mail von YouTube bekommen oder von wem auch immer, dass ich die 100 Abonnenten geschafft habe. Hervorragend. Und wir sind jetzt schon knapp an den 200 dran. Irgendwie. Und von dem her habe ich mir so gedacht, wenn wir wirklich die 200 knacken sollten, würde ich halt so mal
eine Verlosung oder irgendwas anstoßen, wenn es euch interessiert oder so. Also ich würde dann vielleicht zwei Päckchen packen, zwei kleine, und würde für die 100 und für die 200 vielleicht so euch was zukommen lassen. Wie ich das Ganze mache und wie nicht, das muss ich mir dann nochmal genauer überlegen, was ich euch da zukommen lasse und was nicht. Ja, also fleißig teilen das Video oder wenn ihr noch nicht abonniert habt, fleißig abonnieren, dass wir hier über die 200 kommen, dass wir da endlich mal was starten können. Glöckchen drücken, dass ihr die Videos nicht verpasst. Es kommen jetzt dann, also jetzt nicht gleich heute im Anschluss, sondern in der nächsten Zeit kommt noch ein Flipbook-Video, das ich gebastelt habe. Das kann ich aber erst hochladen, wenn ich das Ding verschickt habe, beziehungsweise wenn es angekommen ist. Dann habe ich vor, aus ein paar Sachen was zu basteln, die wir eingekauft haben, schon miteinander. Alles gut, Katze. Ja, und so weiter und so fort. Also, vielen, vielen Dank an alle, die irgendwie jetzt in der letzten Woche abonniert haben und natürlich auch an alle anderen, die meine Videos gucken. Lasst einen Kommentar da, schaut mal bei Instagram vorbei, drückt das Glöckchen, drückt weiter, super, gefällt mir und abonniert, dass wir schnell eine super mega Community werden und dass wir ein paar Gewinnspiele mehr machen können oder überhaupt machen können oder Verlosungen oder wie auch immer. Jetzt ist es gleich 7 Uhr. Ich quatsche wieder fast eine halbe Stunde. Ihr geht jetzt ins Wochenende. Ich räume hier auf den ganzen Schlawons und gehe dann auch ins Wochenende und auf den Flohmarkt. Vielleicht finde ich auf dem Flohmarkt ein paar Sachen, die ich euch dann nächste Woche noch zeigen kann oder morgen oder wann auch immer. I wish you a very nice weekend. My English is not so good, but it's very sinnvoll, euch jetzt hier aufzuhalten. Leute, macht's gut, schönes Wochenende, hab euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye bye.